Ja, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute an diesem wunderbaren Samstag mit einer etwas kleinen Verspätung. Ja, es tut mir leid. Wir reagieren heute auf das neueste Video von Pumping Monkey und zwar Huda in U-Haft Statement. Ja, wir haben ja zuletzt auf ein Video reagiert, also von Pumping, wo Huda festgenommen worden ist. Und was ist dort passiert? Jetzt ihr Statement, 15 Minuten lang. Ich würde mal sagen, holt euch Popcorn. Gib ihn. So, Leute, ist. Ja. Wasser ist leer. Toll. Es ist nicht lange her. Ich habe jetzt Huda wieder bei mir. Huda, was geht ab? Ey, was geht ab, Leute? Wie fühlt es sich an nach der Festnahme? Normal, gut, so. Erzähl erst mal den Leuten den ganzen Ablauf. Wie fühlt es sich an nach der Festnahme? Sei deutlich. Hier. So, das war nicht so schlimm für mich, aber so. Iowa-Straße! Hauptsache, ich bin wieder hier. Hauptsache Schminke und Flieg. Auf diese normale Erde zu leben, also am Leben. Ich wurde einfach festgenommen. Die haben gedacht, ich wäre Sonja. An dem Tag hatte ich glatte Haare. Und ihr wisst, ich und Sonja, wir sehen uns, wir haben schon eine Ähnlichkeit so. Vor allem die Redensart, gell? Ja, und ich wurde da mitgenommen und dann cold. Und wie ist es für dich gelaufen? Chara. Bei der Polizei? Die wollten Ausweis so. Also was haben die noch alles mit dir gemacht? Also ich muss dir selber von mir aus sagen, ja, boah, wisst ihr, so vier Riesentypen, 40 Kilo Mädchen, aber Hauptsache Handschellen. Sie läuft ja nicht weg im Endeffekt. Ja, alle. Die hab was haben die noch mit dir gemacht? Die haben dich ja mitgenommen. Ja, die haben mich mitgenommen. Die fragen nach Ausweis. Also ich habe keinen Ausweis. Dann die fragen, die machen Fingerabdrücke. Nach diesen Fingerabdrücke, ich hatte schon mal Fingerabdrücke bei der Polizei. Die haben meine Identität erkannt. Dann. Alles gut, Identität. Die wollten, ich bin ja nicht angemeldet hier in Deutschland, also hier so. Wie? So, ich bin seit 3-4 Monaten nicht angemeldet. Sie hat spanischen Ausweis. Ich bin da angemeldet und dann, die haben mich urhaft reingemacht. Wisst, der Staatsanwalt, die wollten eine Entscheidung halt treffen und der Staatsanwalt um 17 Uhr war nicht zu erreichen oder so und dann, die haben mich urhaft reingestellt. Und ich bin dort abgekackt, bis dieser Rechtsanwalt sich zurückgemeldet hat und hat gesagt, ja, lass die mal los, die ist wirklich, der hat hier wirklich einen Wohnplatz, aber die ist einfach nicht angemeldet. Okay, hast du Sonja nach dem Fall gesehen? Ob ich die gesehen habe? Mhm. Nein. Hat Sonja das Video gesehen? Ich hoffe schon. Ja klar, die guckt jede Videos von uns. Also ihr habt ja wahrscheinlich das vorletzte Video jetzt, drittletzte Video gesehen. Ich habe ja Sonja ein neues Handy geholt. Sie hat auch ihre SIM-Karte. Aber Sonja ist trotzdem irgendwie nicht zu erreichen. Woran liegt das? Ja, gar keine Ahnung, alle. Das Mädchen schläft bis 17 Uhr. 17 ist noch okay. 20. Sitzen ist noch okay, aha. 21. Ah, die genießt ihre Leben, so kann man so sagen. Das ist kein Leben genießen. Ja, für sie ist es aber. Für mich war das auch mal gewesen. Also, wie gesagt, ihr wolltet ja wissen, was jetzt mit Huda ist nach der ganzen Festnahme. Deswegen haben wir gedacht, komm, es waren zu viele Fragen von euch. Und wir können euch ja nicht einzeln antworten. Deswegen habe ich gedacht, wir starten eine Umfrage auf Instagram. Ja, Mann. Ihr habt jetzt die Fragen gestellt und wir nehmen jetzt die Fragen mit natürlich rein ins Video. Nomad. Bist du noch mit Sonja befreundet seit der Sache? Ja, natürlich. Eigentlich kann die nichts dafür. Also wegen diesem Problem, die hat die Scheiße unter den Schuhen, nicht ich. So, die haben mich einfach verwechselt. Die kann ja auch nichts dafür, dass die mich verwechselt haben mit ihr. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Scheiße Sonja baut. Die baut nur Scheiße. Huda liebt sie, weil sie ist ein gutes. Ich frage mich dann aber als Freunde, wenn die sind ja Freunde, ne? Und ich frage mich, warum dann man nicht als Freunde so, keine Ahnung, Digga, die mal so richtig therapiert, mit ihr sich mal hinsetzt und darüber redet, warum die solche Sachen macht, weißt du, so, ne? Ich meine, die war ja schon ein paar Tage irgendwo, war die da im Jugendgefängnis oder so. Das wird ja dann nur noch schlimmer, ne? Das Mädchen, Sonja ist loyal, wie auch Huda auch. Also Sonja, ich habe ja Kontakt zu Sonjas Papa und Sonja braucht wirklich Hilfe, weil ich gebe mein Bestes, aber das bringt alles nichts. Ich überrede die immer bei Sachen, aber... Die hat ja vor kurzem die letzte Chance bekommen, ihre Sozialstunden zu machen. Der Papa hat mich angerufen und gesagt, Fati, helf mal mit, mach da mal Druck, rede mit ihr. Ich habe mit ihr geredet. Aber ich habe bis heute nichts gesehen. Ich habe sogar ihr 20 Wecke oder so eingestellt. Gut, das Handy war ja dann weg. Aber es hat nichts gebracht. Und wie traurig sowas ist, ne? Ich stell mir vor, deine Tochter, Digga, schläft bis 17, 18 Uhr. Das Einzige, was sie drauf hat, ist 5 Kilo Schminke aufs Gesicht zu klatschen, einen Kippe zu rauchen, im Assi-Slang in Frankfurt zu reden
Und zu denken, dass man was wäre, wenn man irgendwelche Einbrüche startet, wie willst du dich, wie kommst du dir als Vater davor? Also möge Gott uns davor bewahren, dass wir Kinder bekommen, die diesen Weg einschlagen werden. Ne? Ist nichts Schönes, so als Vater fühlst du dich bestimmt so einfach so voll, keine Ahnung, so deprimierend, voll einfach, ich weiß nicht, Digga, du bist voll kaputt als Vater, du kannst deiner Tochter einfach nicht helfen, wer will denn sowas? Bis 17, 18 Uhr schläft die, wacht auf, voll verjunkt, baut nur Scheiße, verbessert sich nicht, ist mies. Und sie meinte, sie hat ja 3 Monate Zeit zu den Sozialstunden, stimmt das? Ja. Ob das was wird, weiß ich nicht, aber wenn nicht, kommt diesmal Sonja ernsthaft rein. Und vor allem nach dieser Sache weiß ich nicht, ob sie jetzt dafür eine Anzeige bekommt, aber ich denke mal schon. Ja, auf jeden Fall. Machen wir weiter mit den Fragen. Nummer. Bestimmt alles nur Promo. Was heißt das? Ja, ne, das heißt, wir faken das alles. Ja, sowieso, Anna. Ihr denkt ja auch, wir haben Zeit für solche Sachen alle. Diese Festnahme war fake. Diese Polizei hat auch Zeit für diese Faxen. Wir haben Polizei bezahlt, dass die das machen mit genau, Ruder. Sowieso alle. Was sagen deine Eltern dazu, dass du mit Handschellen mitgenommen wurdest? Also meine Eltern, ich habe noch nie meine Eltern belogen oder so. Die haben also meine Mutter hat ein großes Vertrauen zu mir und ich habe ihr seit meiner Kindheit immer die Wahrheit gesagt. Also ich habe mich nochmal bei ihr gemeldet. Vati hat ja keinen Kontakt zu meiner Mutter, aber ich und mein Freund auch. Und wir haben die halt informiert. Ach, die hat einen Freund? Wir haben gesagt, was Tatsache ist und ja, alles schon und gut. Und ich sag mal so, die Mutter... Ich frag mich, wie der Freund aussieht, ob das ein Marokkaner mit Baba Locken ist. Guckt auch die Videos, ne? Also sie hat dich ja unter Beobachtung durch die Videos. Ja, ja. Allerdings schöne Grüße gehen raus, ey. Nummer! Wie hat es sich für dich angefühlt, vor so vielen Menschen mitgenommen zu werden? Vor allem, wenn man etwas bekannt ist. So, guck mal, am Anfang an, guck mal, wo man noch jung war. Man denkt Gangster, keine Ahnung was. Das war miese peinlich, weil ich wurde von jeder Ecke aufgenommen. Und ich habe mir gedacht, was sind die jetzt über mich denken alle? Aber so locker. Also ich sage euch mal von meiner Seite aus, wenn ich euch die Rohaufnahmen zeigen würde. Hudas Freund kam ja zu mir und hat zu mir gemeint, dass Huda festgenommen wurde. Ich dachte mir, okay, was hat sie getan, dass sie festgenommen wurde? Also ich habe an alles gedacht, nur nicht mit die Sache mit der Sonja. Auf jeden Fall ist El Patron, Grüße gehen raus, ist mir hinterhergekommen mit der Kamera. Ich habe ihm gesagt, mach Kamera aus. Wir filmen das niemals. Und auf dem Weg dahin haben das alle mitbekommen, dass sie festgenommen wurde, die ganzen Jugendlichen. Und ich habe einfach gesehen, wie die mit Handys Richtung zu dir gerannt sind. Ich wusste ja selber nicht mal, wo sie ist. Selbst die alle anderen wussten, wo sie ist. Und die sind alle wirklich so mit dem Handy so dahin gerannt. Und ich dachte mir, okay, spätestens in einer Stunde geht das überall auf TikTok rum. Ja, Mann. Und jeder wird Scheiße denken. Deswegen habe ich gedacht, weißt du, was das Beste ist? Ich schalte die Kamera ein und wir zeigen direkt, um was es geht. Hätte ich das alles nicht mit auf die Kamera genommen, dann wären Gerüchte rumgegangen, wie keine Ahnung, was sie sonst auch immer gemacht hat. Und wir machen weiter mit den Fragen. Nummer! Wird Sonja noch in den Videos vorkommen? Also von meiner Seite aus natürlich. Sie gehört ins Team. Wir sind im Team 4 Leute. Ich sag euch so, da kommt weder jemand raus noch rein, aber wir haben ja natürlich im Team auch Leute, die außen stehen, die trotzdem zu uns gehören. Wir haben jetzt natürlich hinter der Kamera Rudas Freund, der uns filmt. Und sonst haben wir... Krass, ich frag mich echt, wie der aussieht. Wir El Patron, dann haben wir... Also wir haben so unsere Leute, ja. Aber unser Team bleibt unser Team. Wenn jetzt Sonja rein müsste, dann ist es halt so. Man kann nichts ändern. Wenn das Sonja gut tun wird, was wir eigentlich glauben, was ich glaube, ich sehe Sonjas Zukunft, obwohl ich das Beste versuche zu geben, sehe ich da nichts Gutes. Ich will jetzt nicht sagen, das Beste ist für sie reinzugehen, aber wenn sie so weitermacht, so hart wie das klingt, Wahrheit tut auch weh, wird es das Beste sein. Ja, ist so. Manchmal ist es einfach das Beste, wenn jemand aus seinen Fehlern nicht lernen möchte, dass er einfach mal für ein paar Wochen oder sogar Monate, vielleicht bis zu einem Jahr, reingeht, damit er einmal von der Außenwelt, sage ich mal, abgegrenzt ist, dass er keine Möglichkeit hat, ne, um Scheiße zu bauen und dass er einfach mal realisiert so, ne, was er verlieren könnte, was er in Zukunft vielleicht für mehrere Jahre verlieren könnte, diese Außenwelt, weißt du, was für eine schöne Welt wir haben, du bist ein freier Mensch, du kannst rausgehen, essen, trinken, was du willst, kannst Spaß haben, warum unnötig Scheiße bauen, wenn du schon vorbestraft bist und dann immer wieder es provozieren, dass du reingehen könntest, weißt du, deswegen vielleicht mal für ein paar Monate reingehen, dass man realisiert, bisschen heulen und dass man sich dann, ne, also mit der Hoffnung, dass man sich verbessert. Gut, machen wir weiter mit den Fragen. Nummer! Die sind sogar mit zu dir nach Hause gekommen. Ah ja, ey Leute, die haben ja nicht geglaubt,
dass ich da gewohnt habe, weil und so, die sind zu mir gekommen, ins Zimmer, also die wollten erst meine, also ich war ja urhaft erst mal gewesen und dann der Staatsanwalt hat angerufen und hat gesagt, fährt mit der Huda in, also wo ich wohne, ein, sag mal, wo ich wohne und guckt wirklich, ob sie da wohnt oder nicht. Und wenn nicht, ich wäre zurück in der Urhaft gegangen. Also wenn die keine Bilder von mir gesehen hätten, keine Klamotten von mir, keinen Nachweis, damit dass diese Wohnung mir wirklich gehört, dann wäre ich wieder, dann hätten die mich wieder festgenommen. Die kommen so, ich zeig den Bilder von mir, meinen Freunden, meinen Klamotten, ich zieh meine Schuhe an, ich zieh alles Mögliche, damit die wissen. Krass, heftig. Sagen so, ja, du bist jetzt entlassen, Ewa. Oh, war? Guck mal jetzt, was eine Frage kommt. Warum hast du Sonja verraten? 31er nennen die dich gerade. Hör mal zu. warte, hört mal zu. Gib mal das Mikrofon. Hör mal zu. Die Videosaufnahmen, guck mal, soll ich... Guck mal, erstens, in diesem Video, was mir gezeigt wurde, wo man Sonja sehen kann, wo man seine Kollegen sehen kann. Warum sollte ich sagen, ich wäre das gewesen? Warum sollte ich sagen, okay, ein Bruder, eine Schwester würde das machen. Ich würde es auch machen und durchziehen und sagen, ja, ey, ich bin das. Aber warum dann? Ich krieg dann die Scheiße auf meine Schuhe. Ich hatte vor kurzem noch ein Gespräch mit meinem Sozialamt und habe denen gezeigt, dass ich mich zurzeit verbessere, dass es zurzeit keine Anzeigen mehr gibt, dass es zurzeit auch mein Business und mich in meine Zukunft halt konzentriere. Und wenn sowas jetzt noch vorkommen würde, Chalas, dann hätte ich richtig, dann die wären enttäuscht von mir. Die wären. Es ist schon traurig, muss ich sagen, sowas und anzusehen, dass kleine Kinder im Alter von 17, 18, also ich rede von den Mädchen, 17, 18, vielleicht 15, 16, dass die so Scheiße bauen, ne? Die fangen im frühen Alter an mit Rauchen, Alkohol, vielleicht auch Drogen, die die zu sich nehmen. Und dann irgendwie so Scheiße bauen, dass die Anzeigen bekommen und sogar in den Jugendknast müssen. Ich meine, ich kenne das so nur von den Jungs so. Wie Jungs können nicht ruhig sitzen bleiben, weißt du? Wir müssen immer Scheiße bauen, so kenne ich das von uns. Aber irgendwie ist es ungewohnt, sowas von Mädels zu hören. Und ich finde es auch ein bisschen traurig. So Mädels sollten sich um andere Dinge kümmern. So macht eure Nägel, eure Schminke. So, keine Ahnung, geht Pferde reiten oder Fahrrad fahren, aber doch nicht sowas, Alter. Ich bin einfach enttäuscht. Und wenn ich noch zugegeben hätte, dass ich es wäre, dann glaubt mir, die hätten mich niemals die hätten mich niemals gehen lassen. Die hätten mich eingesperrt in diese Knastmast, Alter. Kurz, ja, ob Freundin, gute Freundin hin oder her, Walla, woher denn, Digga? Ich würde sowas auch niemals machen, wenn ich jetzt einen normalen Freund hätte und der Scheiße baut. Warum soll ich dafür gerade stehen? Hä, ist doch... Meine Zukunft hängt davon ab, Digga. Ich meine, wie sie schon sagte, wenn das deine Geschwister sind und wo man so irgendwie helfen muss, okay. Aber wenn dein dummer Freund Scheiße baut und es nicht einsehen will, und der wäre doch voll dumm, die Schuld auf sich zu nehmen, Digga. Woher denn? Der soll ja krass gehen, soll er verrecken, Alter. Zur Sache jetzt. Und zwar geht es ja darum, dass Sonja die ganzen Einbrüche, sage ich mal, auf ihre Story gepostet hat. Ja. Ich habe... Und auch wenn man so dumm ist, dann braucht man sich nicht zu wundern. Ich habe sogar Huda angeschrieben. Ich habe Huda geschickt und gesagt, was macht sie da? Die sagt, ey, wa, Leute, hier, wer Eis will, soll sich melden. Wir sind hier im Rewe. Ich habe gesagt, Sonja. Wegen Eis sind die eingebrochen? Bist du behindert oder was? Du postest in deine Story, wie du irgendwo eingebrochen bist. Jane, gibt euch mal. Sie hat noch den Namen von den Kollegen gesagt. Die sagt noch den Namen von ihrem Kollegen, der auch noch dabei ist. Zeigt noch sein Gesicht und sagt, hey, du bist auch am Arsch. Ja, ne, es ist ja nicht so, dass uns keiner kennt. Ja, wir haben ja schon Reichweite. Und wenn du mit einer Reichweite postest, dass du irgendwo eingebrochen bist, dann bist du... Was musst du in deinem Kopf haben? Und deswegen hat Huda halt gesagt, ey, Sonja ist hier eingebrochen und die denken, ich bin Sonja. Und da hat es bei mir direkt Klick gemacht. Deswegen, eine verstecken können wir es sowieso nicht. Jeder wusste schon am Anfang an, dass sie da rein ist. Und deswegen sind wir gespannt, was echt auf uns zukommt. Oder besser gesagt, was auf Sonja zukommen wird. Was sagst du, wie siehst du Sonjas Zukunft? Guck mal, ihre Zukunft glänzt. Wenn sie möchte und sich nur ein bisschen Mühe geben würde, dann die würde vieles, vieles erreichen. Was soll ich sagen? Sonja könnte auf jeden Fall was erreichen. Wenn sie so weitermacht, die fällt immer wieder tiefer und tiefer. Aber so, keine Ahnung. Also ich will nochmal zurück zum Thema kommen, dass die Mädels ja, oder wir besser gesagt, mit unseren Vlogs einen guten Content liefern und dass die Mädels mir ja viel geben und ich natürlich, was auch viele nicht wissen, zurück ich denen gebe. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Geben und Nehmen. Natürlich habe ich was von den Mädels, aber natürlich haben die Mädels auch was von mir.
seit ich bei Huda bin, auch bei Sonja natürlich, läuft es bei denen ganz anders. Das ist wie gesagt, eine Hand wäscht die andere. Es ist ja nicht so, dass wir uns gar nicht verstehen. Wir treffen uns auch privat. Wir lachen zusammen, essen zusammen. Und warum dann auch keine Kamera oder nehmen euch natürlich mit dazu? Das hat sich halt so gegeben, ergeben. Und deswegen, wie gesagt, also es ist ein Geben und Nehmen. Huda macht zurzeit auch gut Geld. Also es läuft schon bei dir. Ja, so langsam kommt's. Inshallah bald. Ich habe 2,5 Jahre lang geackert, bis ich überhaupt Geld gemacht habe. Es ist die Wahrheit. Bei Huda fängt es jetzt auch gerade an. Und Sonja, ich... Ja, was macht ihr denn Geld, wenn ich fragen darf? Frage ich mich gerade so. Also jetzt mit Instagram, mit Storys, Werbung oder wie? Oder wie meinen die das? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Die ziehen einen Eimer voller Gold hoch. Huda hat den Eimer gut hochgezogen und hält den natürlich oben und nimmt so langsam das Gold weg. So wie sich's gehört. Ja, normal, Anna. Aber Sonja zieht den Eimer jedes Mal hoch und lässt ihn fallen. Ich bin gar nicht erst hoch. Oder sie zieht ihn erst gar nicht hoch. Ja, ne, sie sieht gar nicht, was eigentlich drüben auf sie wartet. Ja, und mit drüben meine ich halt die Zukunft. Deswegen finde ich es schade. Ich rede ihr sehr viel ein, wie ich es bei Huda auch mache. Ich kontrolliere Huda auch sehr oft. Ihr Freund ist mein Zeuge. Ich rufe sogar ihr Freund jetzt. Also seit wann seid ihr zusammen? Ich weiß nicht, aber das hält noch, Allah. Inshallah. Wie lange ihr schon zusammen seid jetzt? Ich weiß es nicht. Seit wann? Wir waren schon lange zusammen eigentlich. Ja, aber On-Off-Beziehung. Das ist eine lange Geschichte. Aber ich meine jetzt, ihr seid ja seit 2 Monaten jetzt zusammen? Ein Monat. Das ist lange? Okay. Ein Monat. Und seit einem Monat ist ihr Freund auch Zeuge. Ich kontrolliere sie oft. Kannst du das bestätigen? Auf jeden Fall kann ich das bestätigen. Also ich kontrolliere Huda oft. Ich rufe sie an, ich frage sie, was sie macht. Wenn ich höre, dass sie mit Sonja ist, kriege ich Bauchschmerzen. Also mir ist es am liebsten, dass ich mit Sonja separat eigentlich Videos drehe und mit Huda separate Videos drehe. Weil wenn du die zusammenbringst, wey, yo. Huda lässt sich mitziehen. Was ziehen? In was? Denk mit Rippen. Ja, was so rille ich? Rille jetzt nicht mehr. Das, auch wenn ich mit dir bin, rille ich nicht. Das können alle meine Freunde bestätigen, sogar ihr Freund hinter der Kamera, dass wenn Huda alleine ist mit uns, die ist ein Engel, die ist ein anderer Mensch. Jeder liebt sie ganz anders, wenn sie alleine mit uns ist. Aber sobald Sonja dabei ist, vorbei. Normal. Was hat Sonja? Die wollen alle wissen, was Sonja zu der ganzen Sache sagt. Also Leute, ich sage euch so, ich werde ein separates Video mit Sonja aufnehmen und dann befrage ich Sonja, was sie zu dem ganzen Thema sagt und warum sie das überhaupt gemacht hat, warum sie das überhaupt postet. Bin ich echt mal gespannt. Wie man überhaupt auf diesen Gedanke kommt, wenn man schon so viele Anzeigen hat und Sozialstunden letzte Chance hat, warum man danach noch einen Einbruch postet. Ich check das nicht. Was? Alles klar. Ich würde mal sagen, ja, ich glaube, die haben noch eine Minute. Wir haben jetzt auch 20.15 Uhr. Ich will euch nicht so lange warten lassen. Ich werde das Video direkt hochladen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Sonja zu sagen hat. Ja, ansonsten, ja, Statement war okay. Hudas Sicht vollkommen verständlich, ne, dass sie ihre Hand nicht ins Feuer legt für ihre Freundin, die Scheiße baut. Ne. Ich bin gespannt, was Sonja sagen wird. In dem Sinne, meine Damen und Herren, tut mir leid nochmal für die Verspätung. Wir sehen uns morgen wieder. Also haut rein. We'll be right back.